Der Kindergarten Emdener Straße in Moabit ist wie andere Berliner Kitas seit 2004 Partner der Deutschen Olympischen Gesellschaft in Berlin. Zusammen haben beide das Projekt Kinder bewegen auf die Beine gestellt. Ziel war und ist es, dass die Kinder dieser Einrichtung regelmäßig Sport treiben und dadurch Spaß an Bewegung sowie Freude an der eigenen Leistung entwickeln. Bewegen kann man gar nicht früh genug anfangen. Wir leben in einer Zeit, in der der Zusammenhalt manchmal zu wünschen übrig lässt in unserer Gesellschaft. Und Sport ist doch genau das. Man lernt es. Man lernt, miteinander umzugehen. Man lernt, sich selber kennen. Man lernt, die anderen kennen. Damit kann man nicht früh genug anfangen. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir in Berliner Kitas sehr früh Bewegungsförderung zusätzlich finanzieren. Die Keller-Budenberg-Stiftung hilft uns dabei. Das können wir nicht alleine bezahlen. Aber es ist ein Riesenprojekt. Es ist ein tolles Projekt und es bringt allen was. Das Projekt Kinder bewegen hat sich als fester Bestandteil des Kita-Lebens etabliert. Von der Deutschen Olympischen Gesellschaft finanzierte, hervorragend ausgebildete und sehr kompetente Trainer sorgen mehrmals in der Woche für ansprechende Sport- und Bewegungsstunden. Seit 2004 haben rund 8000 Sportstunden stattgefunden. Über 700 Kinder im Alter zwischen 2 und 5 Jahren haben davon profitiert. Wir haben im Moment 201 Kinder und diese nehmen an diesen Sportangeboten teil. Die Übungsleiter laden unsere Kinder ein, sich bei diesen Bewegungsangeboten körperlich auszuprobieren und werden natürlich durch diese Angebote ganzheitlich gefördert. Für Kinder ist es wichtig, so viel wie möglich mit dem Sport anzufangen. Die Kinder lernen Disziplin, miteinander umgehen, werden auch fit, sportlich und ja, macht auch tolle Laune auch für die Kinder und für mich auch. Wir sind von Anfang an diesem Projekt dabei. Wir merken es an unseren Kindern, wir selbst in der Kita, aber wir hören es auch von unseren Kinderärzten in der Umgebung, von den Grundschulen, natürlich auch von den Eltern. Die Kinderärzte bescheinigen unseren Kindern immer eine totale Fitness, dass sie ganz körperlich gut entwickelt sind. Weil es das pädagogische Angebot ergänzt, soziale Kompetenzen vermittelt und verbindet, kommt das Projekt so gut an. Mich hat beeindruckt, in die Kinderaugen zu schauen. Die waren nur richtig begeistert. Die waren mit dem Herzen dabei. In einer Weise, wie man es bei älteren Menschen manchmal gar nicht mehr erlebt. Die sind richtig aus sich rausgegangen. Man merkte, wie sie sich darauf freuen, im Kreis zu tanzen. Das macht den Kindern ganz viel Spaß. Wir merken es jede Woche. Die Kinder freuen sich auf die Dienstage und auf die Donnerstage, wo sie diese Angebote nutzen können. Ich hoffe, dass viele Kitas dem Vorbild folgen. Und dass wir in den nächsten Jahrzehnten an noch viel mehr Kitas auch schon Bewegungsangebote haben. An den Schulen, das muss das natürlich weitergehen. Und es ist ein erster Baustein, um junge Menschen, sehr junge Menschen, für den Sport zu begeistern. Was 2004 als Modellprojekt begann, konnte sich so zum Erfolgsmodell im Jahr 2019 entwickeln. Und was gibt es zum Dank Schöneres als ein zufriedenes und glückliches Kinderlachen?